So, herzlich willkommen bei Woman Adventure. Diesmal gibt es ein Kurzvideo über meine Klima, denn die hat nach 3,5 Jahren den Geist aufgegeben. Das Problem war vermutlich, dass viele Gerüttel über den Pamir Highway und dann über den irgendein Coolsee da waren die Straßen so schlecht und ich muss sagen, ich bin da ziemlich rüber gebrettert. Das hat gerüttelt und geschüttelt. Ich nehme an, dass das die Ursache war. Ja, als ich dann irgendwann an einem ruhigen Platz war, habe ich die angestellt. Sie lief zuerst, hat gekühlt auf 400 Watt und zack, plötzlich war es weg und vorbei. Ja, auf jeden Fall war die Platine kaputt, die hat den Strom nicht mehr weitergegeben oder die Spannung auf den Kompressor und auch auf das Lüfterrad. Und man müsste eigentlich nur die Platine ersetzen, aber bis ich die besorgen kann, kaufe ich mir lieber eine neue. Die habe ich jetzt in Kirgisistan gekauft für sage und schreibe nur 270 Euro. Also man hat nicht so viel zu verlieren. Im Moment heißt es ja voller Leistung und es ist hier drin fast ein Kühlschrank. Was natürlich ein Handicap ist bei Offroad, bei Expeditionswohnmobilen, natürlich ist es so, dass viele Rüttelpisten gefahren werden. Auch der Dreck und der Staub gibt es natürlich da unten drin. Was aber jetzt nicht die Ursache des Defekts war. Man sieht natürlich, dass der Staub sich da drin verhängt, aber nicht da, wo eben gekühlt werden muss, sondern unten am Bodenblech. Schlussendlich ist das Gerüttel sicher das schwerwiegende Problem. Wenn es da richtig rumschüttelt, hat schlussendlich nach 3,5 Jahren hat das gereicht. Und ich fahre doch sehr viel Offroad und auch nicht immer gerade langsam auf diesen Pisten auch, muss ich sagen, gebe ich zu. Ja, das ist sicher. Wenn ihr aber einen normalen Camper habt und meistens Asphalt fährt, sehe ich da kein Problem. Dann könnt ihr sicher eine längere Lebenszeit erwarten. Nach 3,5 Jahren ist jetzt das halt vorbei. Aber ist ja kein teurer Spaß. Wenn ich tanke in Europa, bezahle ich bei weitem mehr als 260, 70 Euro. Ach, übrigens, nach 3,5 Jahren ist meine Klimaanlage kaputt gegangen. Das Außengerät, und zwar die Elektronikplatine, also die irgendwie hat die nicht mehr geschaltet. Ja, nur ich habe dann einen kommen lassen und dann hat er nachgeguckt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach 20 Minuten gesagt, komm, bau das Ding aus, wir bauen es aus und kannst es mitnehmen und kannst es sicher bei dir reparieren. Ich habe mir jetzt eine neue gekauft und die ist schon da hinten, zumindest das Innengerät habe ich schon montiert. Ich bin gerade dran an der Montage. Hier drin ist das Außengerät. Gerade dran am Montieren. Die Leitungen, alles, die brauche ich nicht. Die kann ich die verwendeten, also die alten verwenden. Und da ist das Gestell relativ einfach zum Demontieren. Ich habe das damals in Marokko geändert, dass ich das ganz einfach runternehmen kann. Und jetzt muss ich da noch einen Schweißer finden. Ich brauche noch ein Schweißnaht und der hat mir jetzt das gerade geschweißt. Bin da zu der Baustelle und jetzt grölt er sich einen ab. Der Schweißer ist gut, super. Hier in Bischkek, Großbaustelle. Und ich bin da hinten, habe da geschlafen. Jetzt musste ich das Gestell vom Außengerät neu anpassen. Praktisch. Was macht der Mann bei diesem schönen Wetter unterm Auto? Er sucht den Schatten bei einem Klimaanlagen montieren. Jawohl. Aber Schatten hätte es doch woanders gegeben. Da muss ich doch nicht extra unter das Auto legen oder die. Fleißig, fleißig. So, jetzt habe ich in Google noch jemand gesucht, der mir das Ganze vakuumiert, bevor man dann das Gas öffnet. Die neue Klima ist nun montiert, läuft auch schon eine Woche und die Marke ist TCL mit 9000 BTU. Die alte hatte 7000, sie ist jetzt sogar noch stärker. Sie kühlt ein bisschen mehr, wobei auch 7000 gereicht hätte. Ja. So stellt man sie an, sie läuft eigentlich gut, der Verbrauch ist auch gut. Natürlich ist es wieder eine Inverterklima,
weil dies quasi Drehzahl reguliert. Der Kompressor wird also mit geringerer Drehzahl am Laufen gelassen. Dadurch braucht sie weniger und schaltet nicht dauernd ein und aus. Ja, das Innengerät ist ein bisschen kleiner wie das ältere und diese Klappe da, wo die Luft rausströmt, die hält. Beim anderen ist die immer runtergefallen während dem Fahren, die bleibt immer schön oben. Und die Halter, die alten, seht ihr da unten, habe ich noch dran gelassen, damit dann die Wand ein bisschen verstärkt ist, besser hält. Oben hinten habe ich noch Schaumstoffe, damit es beim Schütteln, ich fahre extrem viel Pisten, nicht runterfällt. Also sie hat bis jetzt jeden Test bestanden. Und jetzt schauen wir noch den Verbrauch an. Der Verbrauch momentan ist 540. Sie läuft, ja, sagen wir, auf mittlere Leistung. Jetzt stelle ich da ein bisschen mal kälter. So, dann wird jetzt bald die Leistung natürlich hochgehen. Jetzt ist sie etwas hochgegangen, aber der Raum ist schon ziemlich kühl. Sie hat am Anfang auch schon 1000 Watt verbraucht, aber nur ganz kurz. Meistens 800, wenn ich sie einstelle. Und dann nach 10 Minuten geht's runter und da braucht sie etwa 200 Watt. Und da bleibt sie dann. Es dauert ein Weilchen, jetzt ist sie auf 850. Ich habe den Turbo eingeschaltet. Jetzt geht sie an die Maximalleistung heran, wie ihr seht. Übrigens, noch ein weiterer Vorteil dieser Klimaanlage ist, das Kondenswasser tropft in einen Behälter, der eben schräg ist, nicht gerade wie bei der letzten, sondern schon in einem Winkel steht, dass es eigentlich immer auf eine Seite fließen muss. Selbst wenn ich mal schräg stehe, fließt es trotzdem runter, ja. Oder man könnte auch die Schläuche an beide Seiten montieren, würde bei dieser Klima auch gehen, ist aber hier nicht nötig, weil eben wegen dem schrägen Becken. So, trotz Turbo, sie bleibt bei 900 Watt, das ist quasi die maximale Leistung. Der Kühlschrank läuft aber auch noch darüber, das ist auch ein Inverter, der braucht aber nicht viel, vielleicht 10, 20 Watt. Hier von außen her, es läuft tiptop. Auch ein Vorteil von dieser Klima ist, hier unten bei der letzten hat es ziemlich viel Dreck gehabt, aber die hat viel mehr Löcher und ich bin jetzt schon eine Woche Piste gefahren, kein Dreck ist drin, heute habe ich da auch reingespritzt, unten kann man das. Habe noch Gummipuffer da, dicke Gummis, sie ist auch ein bisschen kleiner wie die alte ist da oben fast hingekommen und genau. Ein weiterer Vorteil, ich habe eben da das so gemacht, dass ich die möglichst schnell runternehmen kann, am Boden setzen kann. Die Leitungen sind lang genug und falls mal was wäre, kann man sie so dann reparieren. Ja, bei jeder Klima, die Platine ist ganz oben in einem Plastikkasten drin. Da müsste also etwa 1 Meter Watttiefe. Aber wenn sie nicht angestellt ist, hat sie außen sowieso keinen Strom. Die Platine ist auch geschützt gegen Wasser. Die hat so einen Lack drauf, dass eben das Wasser eigentlich nichts macht. Ja. Ja, das ist sie nun. Sie läuft tiptop. Ich bin zufrieden, sogar noch besser wie die letzte. Der Wirkungsgrad von der ist auch bei 4 Seher, glaube ich, heißt das. Ja, was natürlich ein bisschen Handicap ist, das Gerüttel, das Geschüttel hat schlussendlich die Alte den Geist aufgegeben. Das war wegen dem vielen Gerüttel, sag ich mal, nicht wegen Wasser, nicht wegen Staub, sondern wegen Gerüttel. Ja, dann hoffen wir jetzt, dass die lange hält. Das ist übrigens jetzt beim letzten Varia, den ich hatte, das war etwa vor 6 Jahren, habe ich ja die erste eingebaut. Damals war das unüblich, die läuft übrigens heute noch genauso unter dem Rahmen oder zwischen dem Rahmen, genau. So, das war es. Ich hoffe kurz und knackig. Ich hoffe auch, dass es genügend Informationen darin hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch oder ein Abo, wie auch immer. Okay, dann und tschüss.